Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und aufgrund der aktuellen Lage und der bevorstehenden US-Wahl würde ich Ihnen gerne mal ein paar Titel zeigen wollen, die jetzt vielleicht besonders profitieren, sollte Donald Trump wieder Präsident werden oder Joe Biden. Wir haben hier mal eine kleine Selektion vorbereitet. Ich denke, es ist für viele wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach nachvollziehbar. Was sind jetzt so die Titel, die durch Donald Trump profitieren würden? Das ist zum einen hier, ich muss das Ganze noch mal kurz verlinken, zum einen haben wir hier den Ölpreis oder alle Werte, die jetzt mit dem Öl zusammenhängen. Da sehen wir zum Beispiel heute, ich kann das mal ein Stück zusammenschieben. Der Ölpreis ist natürlich schon extrem nach unten gegangen durch die Krise selbst, aber heute haben wir nochmal ein Minus von 5%. Das ist hier ein Beispiel vom United States Öl Fund, also im ETF. Und sonst können Sie hier durch die Bank weg natürlich alles nehmen, was irgendwo mit dem Ölpreis zusammenhängt. Und ich glaube, interessant wird es in dem Moment, wenn was nicht zu erwartendes passiert. Weil jetzt sind ja die Meinungsforschungen gehen ja eher dahin, dass Joe Biden der neue Präsident wird. Und von daher wird vieles in die Richtung schon mit eingepreist sein. Wir sehen das, wenn wir mal auf unsere Liste schauen, das wird jetzt nicht nur mit der Wahl zusammenhängen, aber das sind natürlich Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien. Da haben wir First Solar, einer der wenigen Titel, die heute richtig im Plus sind mit 12%. Wir haben Jinko Solar, also erneuerbare Energietitel, oder auch hier Rio Tinto, die für die Windkrafträder, die in Technik mitliefern, die sind alle in den letzten Wochen schon extrem nach oben geschossen. Das heißt, die würden natürlich eine dementsprechende Korrektur erleiden, wenn dann wieder erwarten, Donald Trump eine zweite Amtszeit beginnt. Von daher ist es auf der einen Seite interessant, sich mal diese Titel anzuschauen. So können Sie auch schon sich ein Stück vorbereiten auf einen möglichen Ausgang der Wahl. Klar, in dem Moment, wenn es bekannt gegeben wird, werden Sie es wahrscheinlich jetzt nicht direkt an den US-Märkten handeln können. Aber auch gerade für diejenigen, die sich natürlich jetzt irgendwo mit Optionen beschäftigen, sehen wir, was ist hier in den letzten Wochen passiert. Natürlich durch den Anstieg haben wir ein extremes Optionsvolumen. Durch die Unsicherheit im Markt natürlich auch eine extrem hohe implizierte Volatilität. Und von daher ist es da besonders interessant, mit Optionen etwas zu machen, weil die implizierte Volatilität wird bis nächste Woche weiter zunehmen, wird dann aber natürlich auch wieder nach unten gehen. Und das ist genau der Moment, wo es als Optionshändler richtig Spaß macht, wo man mit einfachen Strategien Geld verdienen kann. Da auch nochmal der Hinweis, wenn Sie noch weitere Dinge zum Optionshandel sehen wollen, schauen Sie sich hier oben in der Liste einfach mal die Einführungsvideos zum Optionshandel an. Also, um es kurz und knapp zu machen, wir haben hier Donald Trump, alles, was größtenteils mit Ölverteidigung zu tun haben. Da hatten wir hier den Wert KTOS, was aus dem Bereich Defense oder Flugzeuge oder direkt kommt. Wir sehen hier eigentlich auch viele Werte heute natürlich sogar über dem Marktdurchschnitt im Minus 6% haben wir hier zum Beispiel bei diesem Wert. Ja, bei Bankentitel können wir uns vielleicht gleich einmal den Wert Bank of America anschauen. Wir gehen mal etwas detaillierter in den Chart. Ich schiebe es mal ein Stück weiter zusammen, wenn das hier möglich ist. Sehen Sie in der längeren Übersicht eigentlich schon eins, dass im Prinzip der Wert sich hier von dem Corona-Crash nicht wirklich erholt hat. Wir sind immer noch auf einem recht niedrigen Niveau und das hat natürlich eins mit Corona selbst zu tun, aber ich glaube auch vieles damit, dass man jetzt nicht unbedingt den Sieg von Donald Trump als wahrscheinlich ansieht. Und das können wir uns durch die Bank weg natürlich auch bei den Ölwerten anschauen. Wenn wir hier einmal ExxonMobil nehmen, die sind jetzt sogar fast schon wieder auf den Tiefständen von März bei dem Corona-Einbruch oder mit Beginn der Corona-Krise. Also das sind natürlich Titel, die dann tendenziell schon davon profitieren können, wenn es dann wieder erwarten, doch noch einmal Donald Trump wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Werte, wie gerade angesprochen, First Solar oder wir haben noch einen zweiten Solarwert, bei dem sieht man es noch ein bisschen eindeutiger, aber ich glaube auch First Solar seit März
von 30 hier bis auf 90. Also eine Verdreifachung hat alleine seit März stattgefunden hier bei dem Titel. Und ich glaube, langfristig ist der Trend oder wird sich der Trend fortsetzen. Der lässt sich auch mit einer zweiten Wahlperiode langfristig nicht durch Donald Trump aufhalten. Noch extremer ist es hier bei dem Wert JKS zu sehen. Viele, die jetzt auch unsere Live-Schaltung verfolgen, werden den natürlich mitverfolgt haben. Der ist von 20 bis auf 90 gegangen, aber da sprechen wir von einem Zeitraum von nicht mal einem Monat. Also hier hat fast eine Verfünffachung stattgefunden innerhalb von 5-6 Wochen. Sie sehen den gigantischen Verlauf und da kann man natürlich einiges noch in diesem Bereich raussuchen, wenn Sie dann auch weitere Informationen benötigen oder wenn Sie auch einmal so eine Selektion hiermit sehen wollen. Wie gesagt, subscriben Sie zu unserem YouTube-Channel, da werden Sie noch weitere Informationen dazu finden. Vielleicht noch 2-3 Titel, die jetzt gar nicht angesprochen wurden, die Sie natürlich auch bei einem Wahlsieg von Joe Biden eher mit profitieren, sind Halbleiterwerte. Die bekanntesten, glaube ich, hier aus dem Bereich haben wir einmal AMD und das dazu eigentlich fast identisch hier Nvidia. Die sind auch, wenn man Nvidia sieht, seit Ende März bei $200, jetzt bei über 550, also mehr als eine Verdopplung. Und ich glaube, wenn man sich mal AMD, den langfristigen Trend anschaut, die waren auch bei 40, das Spitze jetzt über 90. Also diese Werte haben sich alle seit April wieder verdoppelt. Und ich glaube, wenn man hier eine Selektion führt, das sind wirklich die interessanten Titel, die Sie nächste Woche je nach Ausgang sehr gut mit in Ihr, in Ihre Anlagestrategie mit einbauen können oder halt dementsprechend dann auch über diverse Optionsstrategien. Ja, es wäre auch schön, von Ihrer Seite ein Feedback zu bekommen, welche Titel vielleicht von Ihrer Seite hier relevant sind. Nutzen Sie dazu einfach das Kommentarfeld unten. Jedes Feedback ist herzlich willkommen und wir versuchen auch all dies zu beantworten oder vielleicht auch eine direkte Diskussion mit Ihnen über Einzelwerte zu führen. Und um nichts zu verpassen, wie erwähnt, subscriben Sie zu unserem YouTube-Channel, weil genau die Sachen werden wir in den nächsten Tagen immer wieder aufgreifen und hier Ihnen nochmal interessante Details mit an die Hand geben. Vielen Dank.